Guten Tag und herzlich willkommen zurück hier bei Red Steel. Ich bin mal gespannt, was es hier am Hafen zu sehen gibt. Ne, es ist kein Hafen, es ist eine Abfallverarbeitungsanlage. Stimmt. Okay. Alles klar. Hab schon wieder vergessen. Obwohl die letzte Aufnahme gar nicht so lange her ist. RIP. Scott, bist du dran? Ah, okay. Ryuichi arbeitet auf der anderen Seite der Insel in der Nähe des Piers. Aber geh nicht direkt dorthin. Seine Leute patrouillieren in diesem Abschnitt. Geh durch die Fabrik rein. Okay. Und komm nicht zu nah an diese Öfen da drin. Ist ganz schön gefährlich, die Gegend. Viel Glück. Ich weiß wieder, was hier passiert. Oh, das ist geil hier. Das ist geil, vor allem, weil man hier ein bisschen mehr Zeitdruck hat. Ja, ich glaube, ich habe schon zu viel verraten. Ich sag mal... Ah, cool. Ja doch, die Knarre hatten wir schon mal. Ich sag aber nichts weiter. Für die, die hier zum ersten Mal dabei sind. Was, wenn man sich das Let's Play anschaut, wahrscheinlich sehr viele an sein werden. Ich meine, ist das Spiel doch sehr unbekannt, denke ich. Und jetzt will ich es nochmal ausprobieren, ob man hier stealthen kann. Okay, geil. Funktioniert. Das ist nice. Und jetzt haben wir hier so eine schöne Sniper, der wir vielleicht sogar auch auf den Turm hier drauf kommen. Ich weiß es nicht. Kommen die irgendwie hoch? Nee, ich glaube nicht. Schade. Ich denke, wenn wir hier jetzt langlaufen, werden wir sowieso gesehen, oder? So können wir. Lass mal die Sniper da oben ausschalten. Alter. Ja, okay. Entspannt euch. Nice. Okay, sehr schön. Wunderbar. Ich dachte, man könnte da durchs Tor gehen, rechts. Aber da habe ich mich anscheinend geirrt. Oder vielleicht geht es gleich erst. Keine Ahnung, vielleicht geht das erst auf. Oder ich muss das aufmachen. Keine Ahnung. Muss ich es aufmachen? Nee, Moment, hier ist kein Tor. Ich dachte, hier wäre eine Treppe. Ah, da drüben geht's lang. Boah, bin ich blöd, Alter. Okay, egal. Das hier scheint eine echt gute Position zu sein. Von der wir echt gut was machen können. Darf sich nicht zeigen, der Typ, oder was? Na komm. Hör halt auf rumzuspacken jetzt. Okay. Nice. Am besten erstmal die Kamera positionieren. Und dann reinzoomen. Aber es ist ein bisschen schwierig, wenn die dann die Position wechseln, ne? Man muss immer so ein bisschen schauen, wohin die laufen. Und dann kann man schon mal im Vorhinein dahin zielen. Da, wo sie hinlaufen werden. Ich hab, also die letzten Shooter, die ich gespielt habe, waren immer Multiplayer-Shooter. Heißt natürlich, so wie man sich verhält, ist es alles ein bisschen anders. Ist das die neue Waffe oder ist es die Scar? Nein, das ist die neue Waffe. Type 89. Alles klar. Nice. Und zwar, wenn man irgendwo hinzielt, dann bewegt sich der Gegner natürlich in die andere Richtung. Oder wenn man irgendwo hin pre-fired, dann move der natürlich auch immer anders. Und hier bei Spielen gegen Bots ist das natürlich anders. Beziehungsweise gegen AI, besser gesagt. Hä? Okay.
Ach, hier ist aufgegangen, oder was? Na gut. Wie schwach ist die Waffe? Holy shit. Lohnt sich das vielleicht doch, die Pistole zu nehmen? Ah, ich weiß nicht. Wir spielen erstmal hiermit weiter. Aber nur, weil die Waffe neu ist. Sonst würde ich jetzt wahrscheinlich die Pistole wieder nehmen, weil irgendwie... Yoichis Lieferung wird am Pier erwartet. Los. Ja, okay. Irgendwie ist die gar nicht so geil, die Waffe. Wir können gar nicht reinzoomen. Nice, Alter. Let's go. Wird gerne auf ihn. Genau, wunderbar. Hä? Was zum Teufel? Wurde der gerade von seinen Mates mit einer Granate abgeworfen? Was für Kameradenschweine. Na, ich hab gleich daneben geaimt. Shit. Aber egal. Kriegen wir hin. Sind alle down? Nee, eben. Fehlt noch einer. Hallo, zeig dich. Komme ich eben zu dir runter. Alles klar. Sehr schön. Hä? Wodurch ist er... Ist er nachgekommen? Und deswegen hat sich die Tür jetzt entsperrt, oder was? Also ich weiß nicht, ob die vorher auch schon auf war, aber es hat sich auf jeden Fall so angehört, als wäre die jetzt erst entsperrt worden. Und hier gibt es nochmal einen Mun. Wunderbar, also scheint das hier tatsächlich die Hauptwaffe des Levels zu sein. Und hier ist das erste Mal eine schwere Weste und wir sehen, es gibt keinen Unterschied. Es wird einfach nur die Westenleiste komplett aufgefüllt. Im Gegensatz zur leichten Weste, wo sie nur zur Hälfte aufgefüllt wird. Und ja, Mann. Die Stelle hier ist auch ziemlich cool. Hier können wir auch ein bisschen stealthen. Ah, nein! Ich habe das scheiß Fenster getroffen. Okay, ja gut. Dann müssen wir uns wieder durchballern. Okay, alles klar. Schönes Ding, aber die Stelle ist auch nicht besonders schwer. Ich finde sie nur geil, weil es hier so viele... Weil es hier so viele unterschiedliche Ebenen gibt. Und... Die Gegnerart mal anders ist. Das sind dann halt so Leute in so Schutzanzügen. Das ist ziemlich geil. Das ist echt ziemlich geil. Irgendwie ist die Waffe echt ungenau, oder? Kann das sein? Kein Wunder, warum ich da in dem einen Part, wo wir das erste Mal die Sniper bekommen haben, so nachgedacht habe von wegen, ja, wollen wir die Sniper vielleicht doch mitnehmen, bla bla bla. Die Sniper einfach unglaublich genau ist und das ist echt geil. Müssen wir jetzt nicht sogar... Hier auf diese Dinger drauf. Diese Schaufeln. Diese komischen. Scheiße. Hä? Okay, wir sind noch nicht tot. Alles klar. Aber fast. Nein, nein, nein. Hä? Was zum Teufel? Woher kommen die alle? Okay, hier können wir nicht durch. Er hat einen Revolver gehabt. Den nehme ich aber nicht. Wir müssen doch von oben auf diese Dinger drauf, um da unten weiterzukommen, oder nicht? Ich glaube, wenn man das erste Mal spielt, fragt man sich auch, woher man soll. Ich weiß es jetzt zum Glück, deswegen müssten wir jetzt relativ zügig vorankommen. Aber wie gesagt, wenn man das erste Mal spielt, kann man hier schon mal ein bisschen hängen. Wenn man dann hier rumläuft und sich so denkt, hä, ja, wo soll ich denn jetzt her, bla bla.
Aber irgendwie mir das auch gerade nicht. So, jetzt aber. Warum konnte ich denn da eben nicht rein, verdammt nochmal? Sollte das? Ja, wenn man die Steuerung gut drauf hat, dann kann man hier runterspringen in einen anderen Waggon rein. Probier's mal. Na, wunderbar. Hat sogar geklappt. Nice, schön. Weil dann ist das Ganze ein bisschen schneller an. Braucht man nicht so lange warten. Ja, und wenn man sich hier beeilt und einfach nur durchrusht und dann hier in diese Dinger rein will, dann wird man natürlich noch von überall beschossen. Das geht, kann man machen. Aber, ja, das ist halt dann schwieriger. Besser ist es, wenn man dann erstmal alle ausschaltet. Ach, Moment, und ich glaube, genau das ist auch gerade passiert, dass ich, falsch formuliert. Ich denke, man soll generell abgeschossen werden. Raus, dankeschön. Man soll generell... Hä? Okay, das ist sehr billig gemacht. Egal. Ich denke, man soll generell abgeschossen werden. Deswegen spawnen da nochmal Gegner neu. So von wegen, ja, da kommen nochmal neue aus den Türen. Aber da ich da runtergefallen bin, sind die dann einfach nochmal neu gespawnt. Und ich konnte die dann direkt da alle schön erledigen. Während ich eigentlich von denen abgeschossen werden sollte, während ich da noch in dem in diesen Waggon-Dingern drinne bin, in diesen Schaufeln da. Nein, hau ab! Er lebt immer noch, oder? Kann sein. Mann, wie schwach ist denn die Waffe, bitte? Hallo, stirb. Dankeschön. Was ist das? Was zum Teufel? Alter. Jetzt ist endgültig Schluss. Nee, nix da. Hau ab. Also, dass die Uzi ein bisschen schwächer ist, ist okay. Aber dass dieses Maschinengewehr dann so schwach ist. Na, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Vielleicht hätten sie die Scar. Also, vielleicht. Die muss ja nicht so stark wie die Scar sein, aber es wäre cool gewesen, wenn die dann. Keine Ahnung, wenn die Scar irgendwie 30 Schuss hat und ein bisschen stärker ist. Und die hier. Die hat dann 50 Schuss, aber ist dann eben so schwach, wie sie jetzt ist. Das wäre dann okay. Aber dann die einfach schwächer zu machen, finde ich nicht so geil. Okay, let's go. Ich denke, wir nehmen die Shotgun später, wenn wir mehr Muni bekommen dafür. Also wenn sie nochmal hier auftaucht. Aber erstmal würde ich die... Okay. Aber erstmal würde ich halt dieses MG hier behalten. Beziehungsweise AR ist es, glaube ich. Ein MG. Mann, mach doch weg. Wurden die anderen alarmiert? Sind da überhaupt andere? Ich glaube, wir sind noch im Grünen. Und hier ist wieder die Shotgun. Okay, dann nehmen wir die Shotgun. Scheint jetzt öfter wieder... Scheint jetzt wieder öfter vorzukommen. Alles klar. Okay, hier ist jemand. Okay, hier sind zwei. Sehr schön, wir kriegen tatsächlich
richtig viel Mun. Für die... Au! Das... für die Shotgun. Mann, was tue ich denn? Und übrigens, hier, wo es mir gerade auffällt, echt mega cool, dass man hier die Säulen zerschießen kann. Richtig schönes Detail. Und wo kommen die ganzen Leute? Und wie treffe ich ihn denn nicht, verdammt nochmal? Alter, was ist das denn? Okay, jetzt aber. Schön. Man merkt das auch, wenn es ein guter Treffer ist, ne? Man merkt das direkt beim Drücken, wenn das ein guter Treffer wird. Okay, nice. Echt sehr komisch. Dann einfach, und einfach beim Drücken bemerkt, okay, der geht richtig rein, der Shot. Alter! Alles klar. Das hat mich tatsächlich gerade ein bisschen gejumpscared, muss ich zugeben. Aber es ist auch cool. Der Eindringling ist auf dem Weg zum Ofen. Wir haben den Zugang abgeriegelt und schicken Verstärkung. Er sitzt in der Falle. Wo sitze ich denn hier in der Falle? Oh, Schlüsselkarte? Hallo, gib her. Holy shit. Alles klar. Wir wechseln zu Sniper. Haha, echt geil. Also, gut, die Sniper habe ich tatsächlich ein bisschen unterschätzt. Die ist auch hier in auf engeren Raum echt geil. Man braucht hier noch nicht mal ranzoomen, weil man halt diesen Kreis hier in der Mitte hat. Was heißt in der Mitte? Man hat hier halt diesen Kreis noch zum Aimen, was halt eigentlich bei einer Sniper nicht wäre. Meister Ryuichi wartet am Pier. Bitte nicht schießen. Okay. Ja, alles klar. Sieht ja gleich eine Knarre und ballert auf mich, oder wie läuft das hier? Ah, ne. Okay. Zum Auffüllen deiner Fokusleiste schießt du hintereinander auf mehrere Ziele. Je schneller du bist, desto schneller füllt sich die Leiste. Fokus-Time aktivieren. Halt den A-Knopf gedrückt, wenn die Fokusleiste aufleuchtet und ziehe danach die Wii-Vermittlung schnell nach vorne. Aber man muss doch noch C drücken. Oder nicht? Eben, man muss noch C drücken. Das haben sie vergessen zu sagen. Die Jungs und Mädels. Ach so, und man sollte natürlich auch auf seine Waffe achten. Wenn man eine Waffe hat, mit der man nicht schnell hintereinander schießen kann. Oh, der steht hier immer noch. Ich dachte, der wäre weg nach der Ladezeit. Wenn man nicht schnell hintereinander schießen kann, so wie mit dem Gewehr hier. Oder... wie mit der Shotgun. Gehe ich mal davon aus, dass man damit auch nicht schnell hintereinander schießen kann. Ich probier's mal. Alles klar, Bro. Okay, runter damit. Ach, fuck. Ja, okay, da habe ich jetzt ein bisschen zu viel rumgespielt. Oh, was? 50 Respektpunkte dafür? Alles klar. Okay, ich glaube, ich probiere das mal ein bisschen mehr, das mit dem Entwaffnen. Ich denke, das sollte uns hier tatsächlich auch sehr von Vorteil sein. Da muss man halt möglichst viele Gegner auch auf dem Screen haben, damit sich das vernünftig lohnt. Ah, okay, es geht doch echt wunderbar mit der Shotgun. Ach komm, ey, andauernd diese scheiß Rohre, die explodieren. Mann, lass es sein.
So. Sind diese Kackrohre? Da oben ist noch eins, oder was? Da sind noch welche. Okay. Let's go, den haben wir. Den haben wir auch. Okay, nice. Wir entwaffnen hier alle. Nice. Schönes Ding. Sehr geil. Richtig schön viele Respektpunkte erfarmt. Und bei dem geht das, glaube ich, nicht. Scheiß Dreck. Komm, geh in Deckung. Okay, ne. Bei ihm ging es jetzt nicht, weil wir nicht mehr genug Focus-Time hatten. Und die machen echt verdammt heftigen Damage. Holy shit, ey. Okay, hier ist eine Schussweste. Hier unter der Treppe, wie ich schon mehrfach gesagt habe. Unter den Treppen sind oft... Moment. Unter den Treppen sind Schusswesten drunter. Okay, schönes Ding. Den hat man echt kaum gesehen, ne? Weil er blitzt jetzt auch alles rum. Mit diesen Kackdingern. Was ist das? Doch. Ah, okay, da oben. Da oben blitzt es rum. Ich dachte gerade schon so, hä? Das sind doch Gasrohre. Oder da ist doch keine Elektrizität drin. Aber gut. Macht Sinn, dass da oben an der Decke noch Kabel verlaufen. Die geschädigt wurden. Und ja, dann lass mal weiter, würde ich sagen, ne? Okay, verschwinde aus der Fabrik, bevor sie explodiert. Und genau das meine ich. Genau das meine ich. Jetzt wird man richtig unter Druck gesetzt. Indem man halt hier den Timer bekommt. Und man sich ein bisschen beeilen muss. Echt verdammt geiles. Speicherpunkt. Durch. Nee. Lass mal sein. Komm, wir machen mal den hier. Komm. Au. Ja, komm. Komm, wehr ab, du Arschloch. Wehr die ganzen Dinger ab. Und zerbricht schön deine Klinge. Aua. Ja, Pech gehabt. Nö. Also, ich lass dich sterben. Aber, ja. Halt im Feuer, würde ich sagen, ne? Ciao. Hau rein. Und jetzt haben wir nochmal extra Zeit bekommen. Mit der wir dann hier vernünftig rausfliegen können aus der Fabrik. Werden wir hier jetzt nicht nochmal abgeschossen? Kann das sein? Richtige... Alles klar. Man sollte auch nie in einem brennenden Gebäude in den Fahrstuhl reingehen, aber wir haben gerade keine andere Wahl. Wir müssen. Sonst werden wir mit der Fabrik in die Luft fliegen. Ah, wir werden doch nicht abgeschossen. Okay. Okay, doch. Oder nicht? Wollte er nur fliehen?
Ah, er wollte wahrscheinlich nur fliehen. Hm. Das ist richtig. Okay, sie werden es auf jeden Fall versuchen, uns abzuschießen. Also sollten wir ihnen zuvorkommen. Und sie direkt wegballern. Okay, let's go. Haben bisher alle bekommen. Und ich hoffe, es bleibt auch so. Ja. Sehr schön. Hä? Wo geht's lang? Hier? Ja. Alles klar. Gut. Dann raus hier. Speicherpunkt? Hä? Hallo? Ja. Okay. Was passiert hier? Da landen die einfach... Alter! Okay. Die böllern hier einfach durch, auf gut Glück. Weil sie genau wissen, dass wir hier drin sind. Müssen wir weitergehen? Ja. Müssen hier weiter. Alter. Wir haben nur noch 6 Schuss. Nee, doch nicht. Jetzt haben wir nur noch 6 Schuss. Müssen wir weitergehen? Können wir hier raus? Ja, Tatsache. Ah, Alter. Was? Wie haben wir das überlebt? Ja, alles klar. Wir haben es geschafft. Wir haben die Fabrik zerstört. Und sind entkommen. Alles klar, Alter. Wie der Typ da noch rausgeflogen kam. Hey, holy shit. Und wir wechseln auf die Sniper. Ich meine, die... ja, er hat jetzt nur 6 Schuss. Brauchen wir nicht. Moment. Dafür ist die dann vielleicht doch nochmal gut. Ja. Sehr nice. Hier gibt's Pistolen. Dann nehmen wir uns dann irgendeine von. Nehmen nochmal die Extramun mit. Und versuchen dann hier rüber zu gehen. Ja, das ist klar. Das wäre so typisch gewesen, hätte ich den Sprung verkackt, ey. Oh Mann. Okay. Aber wir bleiben bei der Pistel. Wir gehen jetzt nicht auf die Uzi rüber. Ich hab auch mal wieder Bock, Pistel zu spielen. Ich würde auch gern... Aber ich nehme nochmal die Sniper ran. Würde ich halt gern auf nahe Distanz auch gern mal benutzen. Du? Schon wieder? Hier? Ja, baller ihn ab! Ich hab doch nur Sniper! Tötet diesen dummen Gaijin! Hä? Ja, wahrscheinlich, ey. Okay, schöner Headshot. Da auch? Hä? Okay, na gut, ich nehm's. Was, wie viel? Alter, 220 Mun. Holy shit. Weiß nicht, ob die Sniper ein bisschen schwächer ist, wenn man nicht reinaimt. Aber es hat jetzt so gescheint. Also zumindest, wenn man nicht auf den Kopf trifft, braucht man, glaube ich, 2 Schüsse. Ja, genau so ist es. Okay, dann nehmen wir hier die Pistole raus. Mach dich ab. Hast genug Kugeln gefressen. Also, tschüss. Okay, sehr schön. Wunderbar. Runter damit. 50 Respects. Und für den anderen wahrscheinlich auch. Gehe ich mal von aus.
Okay, sehr gut. Schönes Dingen. Ja, 50 Respects. Gehe ich mal davon aus, dass man pro Gegner 50 Respektpunkte bekommt. Nicht pro Capture quasi. Also, dass das hier, wenn ich jetzt beide bekommen hätte, dass das dann für zwei Gegner gezählt hätte. Hallo. Okay. Knall ich dich halt ab, wenn du dich nicht ergeben willst. Und lauf hier mal weiter. Versuch den Level schnell zu beenden. Ah, okay. Und da war fast fertig, gehe ich davon aus. Aua. Okay, nice. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ich glaube, ich habe mir damit gerade eher selbst geschadet. Mit dieser Aktion, ihn direkt abzuschießen. Mit der Sniper. Hau ab. Holy shit, ey. Wie die mich nicht getroffen haben. Okay. Wir haben ihn aber eingeholt. Ich hätte dich bei unserem ersten Treffen töten sollen. Ja, das hättest du. Schade. So eine lange Reise. Und dann musst du hier sterben. Aber du bist ja gewarnt worden. Dieses Mal wird das anders aussehen. Ich bin stärker geworden. Nimm das. Und das. Aua. Zack. Ah, du Drecksau. Ja, Mann, let's go. Aua. Ah, so ein Scheiß. Ja, Mann. Oh, ich geb ihm aber richtig. Nö. Aber du, geh ich mal von aus. Aua, scheiße. Ah, Scheißdreck. Nein. Ja, Mann, let's go. Puh, das war knapp. Töte mich noch nicht, Gaijin. Ich kann dir noch von Nutzen sein. Und kill ihn. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich dich noch einmal sehe. Und ich muss zugeben, dass du gut kämpfst. Mich hat bisher noch niemand geschlagen. Aber genieße deinen Sieg, solange du noch kannst. Ich weiß, du willst unbedingt wissen, wo deine süße Freundin ist. Hier ist sie auf jeden Fall nicht mehr. Mein Boss, Tokai-sama, kümmert sich jetzt um sie. Und du kannst nichts dagegen unternehmen. Okay. Außer wenn du vernünftig wirst und uns das Katanagiri gibst. Nö. Aber Tokai-san wird es dir eh wegnehmen. Nee. Er hat im Gegensatz zu den alten Wölfen wie Sato keine Angst vor seinen Gegnern. Tokai hat hehre Ziele für die Yakuza. Er... Hä? Gedreckt. Schade. Ich hätte ihn eigentlich gerne umgebracht, aber so geht's auch. Vielen Dank, junger Mann. Ich heiße Akira Matsubara. Moin. Bin ich der Boss in dieser Gegend. Unsere Gang hat Sato immer unterstützt. Wir waren mächtig. Man fürchtete uns. Und jetzt, ein paar Jahre später, nur versuchen diese jungen Wilden uns kalt zu stellen. Aber das lassen wir nicht zu. Nee. Ich habe keine Ahnung, was sie mit mir vorhatten, aber diese Leute scheinen sehr organisiert vorzugehen. Wenn es ja, schon. Stimmt, dass Tokai hinter der Sache steckt, brauchen wir jede Hilfe, die wir kriegen können. Ich meine, wenn sie willens sind, für die Yakuza zu arbeiten. Ja, passt schon. Sie jetzt gehen. Sie sagten, ich könnte sie im Club dieses Amerikaners finden. Ja. Okay, ich denke mir eine Strategie aus und komme dann auf sie zu.
Alles klar. Ja, nice. Also, wir werden dem Clan auf jeden Fall alles wegnehmen. Der kriegt einen Scheiß von uns. Erst recht nicht das Katanagiri. Und unsere Freundin schon mal sowieso nicht. Ja, mal schauen, wie wir weitermachen werden. Und ich frage mich auch, was mit dem Dojo jetzt ist. Er meinte ja, du kannst kommen, um dich irgendwie auszuruhen und bla bla bla. Aber unsere Main Base scheint der Club zu sein. Kommen wir gar nicht mehr ins Dojo? Ist das quasi einfach nur so, yo, wir sind auf deiner Seite und so und ja, es ist ein guter Freund und bla bla bla. Also war das jetzt komplett nebensächlich oder gibt's da noch was? Komisch. Aber na gut. Schauen wir mal, was die nächsten Kapitel uns so bringen und dann würde ich mich erstmal fürs Zuschauen bedanken. Bis demnächst und ciao.